Ja, und damit herzlich willkommen bei einer weiteren Runde von Gears 5. Ja, wir waren ja eigentlich schon bei den Hafendocks. Der hat jetzt nur den Checkpoint so gespeichert gehabt letztes Mal. Ja, wir widmen uns diesen Kollegen hier beim Wasserwerk. Okay, sehen wir mal, wie es Paddock Spora geht. Genau, das werden wir tun. Sie sehen uns noch nicht. Ein paar können wir leise ausschalten. Genau. Das werden wir auch probieren. Sofort. Ich hoffe, mit dem Mikrofon funktioniert so. Ich habe ein paar Einstellungen angepasst. Sollte jetzt nicht mehr so nachhallen. Ich hoffe, das passt so. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Oh. Ja, wir könnten jetzt hier losjumpen. Ehrlich gesagt. Oder ich gehe mal her und probiere was ganz anderes aus. Wir rüsten mal. Wo ist denn hier unsichtbar? Tarnung? Ich probiere mal Tarnung aus. Wie wär's denn mal mit Tarnung? Ein getarnter Kill! Das haben wir auch noch nicht probiert. Und erstaunlicherweise hat das gut funktioniert. Meine Kollegen... Oder mein, ja, wie soll ich sagen, mein Squad hat nicht angefangen rumzuballern. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dass die so weit gedacht haben. Oh. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Wie gesagt, oh, der kommt hier rum. Sollte ich hier vielleicht ein bisschen in Deckung gehen? Es ist Gears, es ist kein Schleichspiel, ich weiß. Aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Da ist wieder einer. Ich kann jetzt halt nicht die ganze Zeit warten, bis ich die Tarnung erneut einsetzen kann. Das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Dann würde ich mal sagen, machen wir wieder... was hatten wir denn ausgerüstet? Hier, Slim hatten wir, glaube ich, ausgerüstet. Ja, würde, denke ich, passen. Jack, hol sie dir. Ja, hol sie dir, Kollege. Wurden entdeckt! Na gut, fangen wir mal an. Wurden entdeckt? Ja, natürlich wurden wir entdeckt. Oh. Oh, oh. Ja, den Scharfschütze habe ich leider nicht gesehen. Bitte mich wiederbeleben. Das ist schlecht! Oh, das ist wirklich schlecht. Ja, ich komme. Gerade sagen, also irgendwie, ne? Muss nicht aufgeben. Kollege, wo schießt du bitte? Ist schon wieder einer tot? Ich geh mal hier hoch. Jetzt krieg ich den von hier ausgeschaltet. Ah, bitte. Zack, zack. Na komm, warum nicht? Oh, bitte schön. Okay. Ich glaube, ich sollte mal hier in Deckung gehen. Ja, ich komm. Ja, ja. Na bitte, da ist doch einer. So, haben wir den? Jawohl, das war der. Da drüben sind noch welche. Oh, bitte, was schießt der bitte schön? Das ist ja heftig. Bitte hier, hallo hier drüben, Dankeschön. Da werden die doch mal wirklich ein bisschen... Oh, schau mal den da an. Boah. Was? Was? Was war das bitte? Okay, neu laden. Gut. Ah, vielleicht sollten wir doch ein bisschen, sagen wir mal, getarnter vorgehen. Okay, sehen wir mal, wie es Paddock Spora geht. Ja. Hier wimmelt's ja nur von Schwarm. Genau. Sie sehen uns noch nicht. Ein paar können wir leise ausschalten. Ein paar können wir leise ausschalten. Ja, dann lasst uns doch ein paar leise ausschalten. Wir machen hier einfach Tarnung. Dann hier diesen da. Und zack. Ja. Ja, jetzt bin ich wieder... Ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir von hier noch ein paar sehen.
Also letztes Mal war hier oben auch noch einer. Da ist er. Mal gucken, nicht, dass der uns doch noch irgendwie sieht. Okay, die haben uns alle noch nicht gesehen. Das ist sehr gut. Mich würde es jetzt mal interessieren. Geht denn das da drüben? Also da... Ist das ein Longshot? Egal. Ich behalte mal lieber den Lancer. Wie gesagt, gehört zu meinen Lieblingswaffen. Da sind noch drei unten auf dem Feld. Vielleicht geht es doch noch mit der Tarnung. Wenn wir hier wieder runtergehen. Wenn ich hier runtergehe, auf die andere Seite. Oh, da sind sie ja. Hallo, Kollegen. Wupp. So, dann nähern wir uns hier von dieser Seite. Okay, ich meine, das ist ja ein relativ offenes Areal. Da können wir auf der anderen Seite hochgehen. Hä? Der hat den doch... Hat er den nicht gesehen? Ach, nee. So, egal. Jetzt, wir probieren das mal hier so aus. Können wir bestimmt auch von der Seite hochgehen, oder? Geht das nicht? Sollte eigentlich... funktionieren. Da widmen wir uns diesem Scharfschützen, der wo uns schon ein paar Kopfschmerzen vorhin gebracht hat. So, dann machen wir den hier. Wo ist der bitte? Ah, hier. Upsi, das wollte ich nicht. Hallo? Das ist jetzt doof. Ich kann den, glaube ich, gar nicht... Ich dachte gerade, ich kann hier keinen lautlosen Kill machen, aber okay. War nicht schlecht. War anders geplant, aber... Ja. Hat ja funktioniert. Und hier haben wir noch Komponenten. Die nehmen wir wie immer sehr gerne mit. Weitere Komponenten gefunden. Zwar nur eine, aber hey... Kleinvieh macht auch Mist über die Zeit. So, jetzt nochmal gucken. Können wir uns denn hier noch annähern? Ja, das müsste gehen. Tarnung ist auch gleich wieder bereit. Da können wir mit hier den da vorne gleich mal noch mitnehmen. Ah, jetzt kommt der andere zum Vorschein da hinten. Das ist nicht so toll. Der sieht uns sofort. Müsste das eigentlich... Oh. So, okay, da kommt hier rüber. Das ist mal auch nicht verkehrt. So, wir machen das. Auf geht's. Ah, leider dauert das immer so ewig. Das wäre jetzt eigentlich... Eigentlich wäre es cool, wenn wir hier dieses Areal wirklich lautlos säubern könnten. Das wäre nicht schlecht. Jetzt warte ich gerade hier ab. Da müsste ja gleich hier links zum Vorschein kommen, der eine. Ah, der ist hier. Okay, rechts läuft der und ist hier denn keiner? Oh, das wollte ich nicht. Der hat mich nicht gesehen. Okay, die sehen anscheinend nicht so gut. Das ist aber mein Vorteil, muss ich sagen. Okay. Ich könnte eigentlich warten, bis Kollege hier zu uns hier rüberkommt und dann mit der Tarnung zuschlage und auch den anderen da hinten mitnehmen. Ich sehe jetzt nur noch die zwei. Das sollte eigentlich machbar sein. Okay, Tarnung ist gleich wieder bereit. Ich warte aber, bis die näher sind, weil die geht doch relativ schnell zu Ende, zu Neige. Wie sieht es da drüben aus? Okay. Hier am Boot. Okay, die kommen wieder in meine Richtung. Das ist... Okay. Das ist der Plan. Na, komm her. Wir sneaken durch dieses Areal. Das ist ja der reine Wahnsinn. Bin ich jetzt noch... Ich bin nicht mehr getarnt. Ja, die Anzeige, ich weiß nicht, hat man es gerade eben gesehen, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, die war, ich glaube,
Das war etwas fehlerhaft. Das war eigentlich nicht so gewollt. Aber war das wirklich hier alles? Ist da noch einer da oben? Nicht, dass von oben noch irgendwie Feuer kommt. Aber okay, er lädt wieder auf. Jetzt haben wir hier dieses Areal wirklich gleich komplett lautlos gesäubert. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist ja nur noch der da drüben. Also ich sehe mal nur noch den. Nicht, dass von der anderen Seite noch irgendwas anderes kommt, aber okay. Oh, der kommt hier rüber. Man sieht im Sand die Spuren, wie der läuft. Immer die gleiche Route, so wie es aussieht. Müsste ja gleich hier rüber kommen. Ja. Kollege kommt hier rüber. Ja. Jetzt steht er da hinten. Jawohl. So, und wir haben unsere Tarnung wieder. Zack. Das war's. War's das? Müsste es gewesen sein. Okay, war's doch nicht. Ah, jetzt kommt der große Obermotzman. So, dann machen wir... Oh, das geht nicht. Warum geht das nicht? Oh oh. Ich glaube, das ist nicht so schön. Ah, okay, jetzt wird er von dem wieder geschützt da vorne. Oh oh. Wenn der uns einmal richtig trifft, dann ziehen wir unseren Kopf wieder los. So wie vorhin. Das will ich vermeiden. Ja, dann, ne? Hier, hast du dein Feuer, wenn du willst. Oh. Shit. So, ja, ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe hier. Danke. Ja, ich seh dich. Halte durch. Danke. Wir könnten uns wieder tarnen. Ich möchte aber eher hier den da. Ja, der ist etwas hartnäckiger, der Kollege. Wir müssen hier den in seinen Schütze ausschalten. Schon hat er die ganze Zeit irgendwie. Ja. Oha. Ja, das war nicht so schlau. Kommt mal bitte hierher. Ich schulde dir was. Dankeschön. Sehr gut. Der schießt mit so einem komischen Granaten-Teil. Du bist tot! Okay, Delta. Alles klar? Oh, sehr sauber. Gut. Hier auch. Ah, den Dropshot war das. Wir genau. Haben die alten Docks gesäubert. Dein Bohrer sieht okay aus. Sollte unbeschädigt sein. Vielen Dank dafür. Sein Bohrer. Ah, jetzt müsste. Aber wenn er zu zittern beginnt und raucht. Okay. Aha. Machen wir. Das scheint hier dieser LKW zu sein. Den gucken wir uns auch gleich an. Munition haben die jetzt nicht unbedingt, wo ich brauche. Ja, hier, Jack kann das Ding hier aktivieren. Ich habe schon ein komisches Gefühl, wenn wir das Ding hier aktivieren. Das sieht doch wieder so danach aus, als wäre das ein Hinterhalt. Sobald das Teil hier läuft, kommen weitere Gegner. Aber wir werden es rausfinden. Ich laufe hier nochmal kurz alles ab. Nicht, dass ich noch ein paar Komponenten vergessen habe. Ihr kennt das Prozedere. So. Hier am LKW ist nichts. Da steht unser Skiff. Ja, hier sind wir hergekommen. Ich weiß. Ist hier irgendwas drin? Hier. Das sieht so irgendwie am äußeren Rand aus. Vielleicht liegt hier noch irgendwas rum. Das wäre ja da eigentlich nochmal so ein Versteck. Ja, wie der Sand, wie das hier aussieht. Wie das alles hier vom Sand verschüttet wurde. Irgendwie hat das was. Und die Spuren, wo man hier ziehen kann. Finde ich schon cool gemacht. Ich glaube, das habe ich aber auch schon gesagt. Gut. Hier scheint nichts mehr zu sein. Jetzt gehen wir hier nochmal hoch und dann auf der anderen Seite nochmal hoch. Und dann gehen wir zum Bohrer. Ich wollte hier... Okay. Ah, das ist gut. Ein bisschen Munition wenigstens. Munition finde ich gut. Kann man immer brauchen.
Ja. Das scheint es hier gewesen zu sein mit Komponenten. Hier finden wir nichts mehr. Oh! Ich nehme alles zurück. Eine Komponente hat sie doch hier noch versteckt. Sehr gut. Ich sage ja immer umschauen, auch wenn es alles hier irgendwie unscheinbar aussieht und zum Hintergrund anscheinend gehört, aber man findet doch noch ein paar nützliche Dinge. Ja. Da ist nichts mehr, alles klar, jetzt kommen, jetzt gehen wir zum Bohrer. Nochmal kurz hergucken. Nein. Dann auf zum Bohrer. Sollte hier noch was sein? Ich weiß es nicht. War ich jetzt hier gerade eben schon oder nicht? Sorry, ich wollte nur noch mal gucken, doch noch mal auf Nummer sicher gehen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier ist nix. Alles klar, dann ohne weitere Verzögerung auf zum Bohrer. Bin mal gespannt, was das Ding kann. So, dann mal hier Jack, bitteschön. Na gut, Jack, jetzt. Bist du dran? Alles gut, Paddock. Dein Bohrer hat uns nicht umgebracht. Dann Glückwunsch. Ihr habt es fast geschafft, dass wir wieder eine Wasserversorgung haben. Ihr müsst jetzt nur noch nach der Pumpstation sehen. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Delta Ende. Ich glaube, wir sollten zum Skiff zurück. Ja. Ja. Okay, Delta. Rücken wir aus. Wenn wir Zeit haben, machen wir das. Diese Zeit nehmen wir uns, würde ich sagen. Was? Ich habe die Sonnencreme vergessen. Sonnencreme. Unempfindlich. Schon mal mit Sonnenbrand gekämpft? Unangenehm. Sehr unangenehm. Unangenehm. Ich versuche, die Zentrale zu erreichen. Vielleicht können Sie uns welche schicken. Mach dich ruhig lustig. Aber ja, das wäre sehr hilfreich. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal die Karte. Da sind die Hafendocks. Da waren wir gerade eben. Hier ist die Pumpstation. Die müssten wir noch uns zu Gemüte führen. Was ist denn das hier eigentlich? Ich glaube, da war ich letztes Mal schon. Hier sind auch irgendwelche komischen, interessanten Punkte. Ja, stimmt. Wir waren doch letztes Mal hier vorne. Und wir haben zwar Munition und alles gefunden, aber weiteres gab es da nicht. Also ich hätte gedacht, wir werden da irgendwie groß angegriffen, aber das war nicht der Fall. Stadtruinen, gut. Hier, da waren wir, da hinten waren wir. Jetzt gehen wir einfach mal da hoch. Da geht's weiter. Ich weiß, wir können hier noch rumcruisen. Aber wir gehen mal lieber noch hoch zur anderen Pumpstation. Müsste ja hier sein, oder? Ist doch in diese Richtung. Das ist hier drüben. Gut. Nach rechts in dem Falle, wenn wir oben sind. So, da drüben ist die Pumpstation. Dann mal nutzen wir hin. Wow. Hilfe. So, Kontrollpunkt gespeichert, das ist okay, das heißt ja schon, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Sind wir jetzt schon komplett da? Okay, das sieht mal nach dem richtigen Weg aus. So. Hey, das muss die Pumpstation sein. Ja. Halten wir an? Ja, das machen wir. Komm. Da ist die Pumpstation. Sieht doch schon mal gut aus. Ich wollte jetzt hier wirklich nur bei den Autos parken, weil ich so das Gefühl habe, dass wir hier eventuell noch was finden an Komponenten. Oder Waffen. Magza-Relikt. Alles klar. Reliktwaffen. Könnten wir nehmen. Wir haben ja aber schon welche. Ich bin mir nicht sicher, ob wir schon von dieser Sorte Waffe haben. Aber wir haben noch zwei auf Lager liegen. Oh nein. Hier gibt's einiges an Munition. Ja, das heißt, wir werden wieder einiges an Munition brauchen für zum Kämpfen. So, dann mal darüber. Okay, sehen wir uns das näher an. Scheint ruhig zu sein. Könnte ein gutes Zeichen sein. Oder ein mieses. Ja, das werden wir rausfinden.
Wir werden es erfahren. So. Gut. Dann mal auf direktem Wege da rein. Ich wollte nur noch mal schauen. So. Hallo, jemand zu Hause? Da drüben blinkt's schon wieder. Oh, Retro-Lancer, alles klar, Munition. Oh, ich höre einen Alarm. Ein Alarm ist nicht so schön. Das warnt immer irgendwelche Gegner, Leute, Personen. Ah! Ja, ja, dort mir! Ja, ja, Kapsel! Was? Puppa! Hey, alles klar dahin? Können wir helfen? Oh, oh, Kog! Esta nu sa nui! En paus tan zil in pong! Was? Robot, obukif! Profan babin, Robot, obukif! Halt, Roboter! Ich denke, er braucht Jacks Hilfe. Ota, Ota! Robot, obukif! Robot, obukif! Robot, obukif! Alles klar. Was? Boah, düstig! Na Hilfe! Na Hilfe! Achtung! Laufen im Anmarsch! Oh, sind es von diesen Selbstmordviechern? Die haben Granaten in der Hand, so wie er sieht. Na bitte! Komm los! Bitte schön. Wuchs ja dürftig! So, was kann denn Jack hier machen? Kleine Scheiße! Hier, ich glaube, da muss Lass er irgendwas machen. Da, guck! Und da! Ach, da ist uns das, da! Ja, 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 ja. Ah, wenn da einer von den anderen noch in die Nähe kommt, dann Verdammt, haben wir da... Los, wir schaffen das! Einen Dreifach-Killer, wenn es gut läuft. Weißt du was? Mir gefällt die Einstellung dieses Kerls. Welches Kerl? Oha! Ja, ja! Oha! 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 Aus der Luft geschossen, ja, komm mal her, ich mach euch klar. So, war's das jetzt hier? Ich sehe keine mehr. Okay, Akta, Akta, Bofant Babin, Roboto Bukif. Ja, hier, Roboto Bukif. Jack, hilf dir mal. Der Alarm, Alarm. Oh, Splittergranate, sehr schön. Aha, Turbine oder wie? Ja, ja, und da! Dumpe Nip-Robot! Wut Pes Nakok! Komme Lina Rubishi! Tja, ja, gut! Er klingt glücklich! Das sollte reichen. Paddock hat jetzt wieder Wasser zur Verfügung. Sehr schön. Und wir Wen haben. Wen haben wir denn da? Komponente. Hey, noch Hä? Was? Sie will wohl, dass du das nimmst. Was? Was soll ich denn wow. nehmen? Die Tarnlady hier muss das in ihre Tarnvorrichtung eingebaut haben. Oh. Ziemlich clever. Upgrade-Modul nehmen. Cool. Ultimatives Upgrade schlechter. Tarnung bleibt für die gesamte Dauer bestehen, auch beim Schießen. Dieses Upgrade wurde automatisch installiert. Ach, das ist ja cool. Oh, das sollte uns helfen. Ja. Okay, Bonurninin. Dankeschön. Danke. Die Frau ist mal völlig bekloppt. Damit wär's das hier. Wie sieht's aus? Zurück zum Skiff? Ja. Machen wir. So, dieses Ding wurde automatisch installiert anscheinend. Wie war das mit diesen ultimativen Upgrades? Das ist passiv, ne? Upgrade, Tarnung, Tarnschild. Ja, gilt es jetzt für Jack? Ich denke, das gilt für Jack. Tarnung? Ich kann hier nichts mehr machen, das ist ja alles schon... Das habe ich ja alles schon gemacht bei Jack. Ja, aber... Ach, da! Moment, hier ist es drin. Bei diesem. So, Tarnung bleibt für die gesamte Dauer
bestehen, auch beim Schießen. Kann ich okay, ja, halt. Wurde ja automatisch installiert. Okay. Entschuldigung. So, dann würde ich mal sagen, wie sieht es denn auf der Karte aus? Da ist unsere Hauptmission. Wir fahren hier, denke ich mal, nochmal das alles hier ab. Würde sich anbieten, bevor wir weitergehen zur Hauptmission. So. Hallo. Wow. So. Dann mal los wieder ins Getümmel. Was ist denn das da drüben eigentlich? Okay, da geht's weiter, ja, alles klar. Wir gehen aber mal noch wieder in die Weiten des... Ja, was soll ich sagen? Ist das jetzt... Könnte das wirklich das Hafenbecken gewesen sein? In die Weiten des Hafenbeckens. Vielleicht finden wir noch ein paar interessante Orte, die wir noch nicht gefunden haben. Die uns vielleicht nochmal irgendwelche Vorteile bringen. So, was ist denn das hier? Können wir hier hoch an diesem Turm? Der steht hier so auffällig in der Gegend rum. So, das sieht nicht... Nein, das sieht nicht danach aus. Das ist einfach nur ein großer Turm. Es scheint nicht so, als könnten wir da hoch. Ah, das sieht halt schon beeindruckend aus auf der einen Seite hier mit dem Sturm, wo man am Horizont sieht. So, dann mal schön hier noch die Karte schauen, dass wir hier auch wirklich alles aufgedeckt haben. Haben wir jetzt alles? Ah, fast. Darüber müssen wir noch. Ja, und hier waren wir letztes Mal und da gab's nichts. Es sieht aber so aus, als wäre hier noch irgendwas. Und ich weiß aber nicht, was es sieht hier. Ja, es scheint wirklich Hafenbecken gewesen zu sein, weil hier an den Wänden Überreste von Korallen zu sehen sind. Ein ausgetrocknetes Hafenbecken. Oh, was liegt hier? Haben wir das letztes Mal schon gesehen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Was liegt denn hier rum? Ah, ich glaube, hier waren wir doch schon. Doch. Sieht fast so aus. So, was können wir denn hier machen? Kann man das ja kaputt schießen? Hey, renn mir doch halt einfach nicht vor die Flinte, was soll das? Kollege. So, nee, ich glaube hier ist... Hier waren wir schon. Haben wir nichts. Aber ich gehe nochmal da zu diesem... Was ist denn das hier gewesen? Funkturm, was weiß ich. Das hier. Auf der anderen Seite kann man nämlich hoch. Will ich mir gerade nochmal angucken. Das muss doch irgendeinen Sinn haben, das Ding. Hier waren wir letztes Mal. Das ist logisch doch. So, was auf der Seite? Können wir da noch hin? Nee, da ist mir zu. So. Au. Ja, hier hoch bitte. Ich habe keine Ahnung, was das hier für einen Sinn hat. Das sieht so aus, als würden wir hier angegriffen werden, weil das ist ja hier prädestiniert dafür. Aber hier passiert gar nichts. Da oben findet man nur Munition. Ich meine, ich beschwere mich nicht. Es sieht halt einfach so aus. Als würde hier irgendwas fehlen. Na, hier ist überall noch die Munition. Keine Ahnung. Natürlich nehme ich das mit, was ich brauchen kann. Aber ansonsten ist hier gar nichts. Ich kann hier nicht mal hoch. Da komme ich nicht rein. Nee, man sieht auch gar nichts irgendwie zielmäßig. Nö. Scheinbar nicht. Als hätte ich hier irgendwas übersehen, aber... Scheinbar wirklich nicht. So. Ne, hier ist auch nichts. Hier kann Jack aber auch nichts machen. Die Hebel können wir gar nicht betätigen oder irgendwas. Das ist, ja. Das ist ja wenig erfolgreich gewesen an dieser Stelle. Aber okay. Dann würde ich mal sagen, fahren wir zurück zu unserer Hauptmission. Ich hoffe, ich habe hier nichts großartig vergessen. Wie gesagt, die Karte
zeigt mir, dass ich hier so ziemlich, ja, nicht alles, aber fast alles aufgedeckt habe. Halt. Was war das? Ah, das war, ja, das kenne ich. Da war ich. Dann würde ich sagen, gehen wir zu unserer Hauptmission. Scheint hier wirklich alles gewesen zu sein. So, haben wir denn hier? Ja, wir sind startklar. Dann mal los, wenn wir startklar sind. So, dann mal auf direktem Wege. Zurück. So. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei einer neuen Folge von Gears 5 mit unserer Hauptmission. Bis dahin. Tschüss.